Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Fly Video. Heute machen wir ein kleines Egg Opening und zusätzlich öffnen wir noch über 150 Treasure Chests, 44 C, eine D, andersrum, eine C, 44 D und 112 B Chests. Genau, aber vorher machen wir noch 7 Eggs auf. Ich dachte mir mal wieder ein kleines Opening Video. Warum nicht? Und bei den Treasure Chests ist es einfach so, da habe ich ja vor ungefähr einem Monat mal 2500 Stück aufgemacht und ich würde gerne sagen auf einmal, stimmt aber nicht, weil es hat einfach so unglaublich lange gedauert, dass es halt mehrere 3-, 4-, 5-stündige Sitzungen waren und deswegen will ich nicht mehr, dass das so unglaublich viele werden, weil es einfach Ewigkeiten dauert mit den Treasure Chests und ich denke mal 150 ist eine ganz gute Zahl. Mal gucken, wenn es jetzt zu schnell wiederum vorbeigeht, dann vielleicht dann eher 300. Ich probiere noch die ideale Zahl zu finden, dass es Spaß macht, zeitgleich man aber auch ein paar gute Items zieht, es aber eben nicht zu lange dauert. Also ich weiß noch nicht genau, was da der perfekte Faktor ist. Bisher 4 verschiedene Pets aus den Eggs, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Helline auf jeden Fall auch. Wäre natürlich richtig cool gewesen, wenn wir nur verschiedene Pets bekommen hätten. Und vor allem ein Behemoth noch, wenn schon nicht nur verschiedene. Oh, das hat nicht funktioniert. Hippogriff, zweimal Hippogriff, zweimal Nightmare. Und jetzt wahrscheinlich dann entweder noch zweimal Reinecke oder zweimal Helline. Aber ich sage, es kommt ein Jackalope. Ah, Behemoth, nevermind. Okay, das ist ziemlich cool. Das heißt, wir haben zweimal die beiden besten Pets oder die beliebtesten, teuersten Pets, wie auch immer. Behemoth, Helline. Alright, das ist doch cool. Gut, das ging jetzt auf jeden Fall relativ schnell, aber das sollte auch schnell gehen. Und dann haben wir, wie gesagt, 112 B-Keys. 44 D und ein C und natürlich die zugehörigen Schlüssel, was uns insgesamt auf 157 Treasure Chests bringt. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit der C-Chest an. Kein CS-Item bekommen. Und dann machen wir die Ds. Die sind immer ein bisschen nervig zu öffnen, weil da halt eigentlich nur Müll drin ist, den man halt mehr oder weniger direkt in den Enden. Ich habe nichts gesagt. Damn. First Item, Blessing of Goddess. Das ist extrem gut. Das ist extrem gut. Eines der besten Premium-Items, die man überhaupt aus so einer Treasure Chest ziehen kann. Vom Wert her. Das ist extrem nice, dass halt Longswords drin sind. Sogar ein Green Shield. Das ist schon extrem. Aber wie gesagt, die Boxen sind dahingehend ein bisschen nervig, weil die Items halt wirklich gar nichts wert sind. Also selbst wenn man sie beim NPC verkauft, sind das halt wirklich ein paar tausend Penya. Und jeder weiß ja, ein paar tausend Penya bedeutet heutzutage so viel wie nichts. Also das ist einfach, man muss es nicht mal erwähnen, es existiert einfach gefühlt gar nicht. Es ist wie Luft. Aber da können natürlich trotzdem Premium-Items drin sein. Und solange die drin sind, ist das ja egal, was die Trostpreise sind. Aber ein echt guter Start und eine riesige Flaute anscheinend, die folgt. Ich meine, es ist nicht ungewöhnlich, wenn man aus 50 Chests mal nur ein Premium-Item zieht, aber man will es natürlich nicht gerne erleben. Also, nur weil es nicht ungewöhnlich ist, heißt es natürlich nicht, dass man das erleben möchte. Aber wir haben ja eh nur noch 27 Stück davon. Bei den B-Chests ist dann zumindest so, klar, selbst Millionen Penya, also 50 Millionen, 100 Millionen, wie auch immer, sind jetzt keine krassen Beträge heutzutage mehr, aber da kriegt man zumindest noch ein bisschen Money back, weil die Schlüssel kosten ja auch ein bisschen Geld und da hat man dann zumindest nicht den Komplettverlust. Bei den D-Chests, gut, da kosten die Schlüssel kein Geld, aber die Trostpreise halt auch nichts, also das ist im Endeffekt einfach nur nervig, die Items zu entsorgen. So. Ich hoffe, die Inventargröße reicht noch. Kommt dann natürlich auch immer drauf an, wie viel Food man bekommt und wie viele NPC-Items, weil das Food stackt sich ja und die NPC-Items nicht. Das heißt, es ist immer unterschiedlich. Aber also zwei Premium-Items aus 44 ist jetzt nicht zu viel verlangt auf jeden Fall. Oh, drei Helme, wow. Mhm. 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 Okay. Okay. Ich glaube, mein Inventar ist gleich voll. Das wird nicht reichen. Ach, das gibt's ja nicht. Oh, das tut gerade ein bisschen weh sogar. Ich meine, ich habe die Treasure Chests selber gefarmt. Die waren von Eventmonstern. Und die Schlüssel haben quasi mehr oder weniger nichts gekostet.
weil die D-Chests, die D-Gold-Keys kosten tatsächlich nur 10.000 Penya pro Stück, also die kosten quasi auch effektiv nichts. Aber wow, echt ein krasser Start, also direkt das erste Item Blessing of Goddess aus der ersten D-Chest und dann einfach gar nichts mehr. Das ist ein bisschen enttäuschend. So, jetzt machen wir die erstmal fertig auf, bevor wir den Bs anfangen. Oh, ich fürchte, das war gar nicht genug Inventarplatz, wenn es jetzt so weitergeht. Oh, come on. Come on, drei NPC. Oh, come on. Okay, Super Protect, okay. Und wieder Inventarplatz nochmal freimachen. Na ja, gut, dann verkaufen wir halt alles, wenn das Spiel das von uns will. Das von dem ganzen Trash erlöst. Oh, Awakening Protection, okay. Da sind die Premium-Items, die uns zum Ende hin zumindest noch ein bisschen das Opening versüßen. Tja, drei Premium-Items aus den D-Chests, eine Super Protect, ein Blessing of Goddess und eine Awakening Protection. Ja, sehr krass verteilt, also literally die letzten paar Chests und die allererste, also keine sehr gute Streuung quasi zu Beginn, dann einfach ewig gar nichts und dann zum Schluss. Naja, jetzt haben wir noch 112 von den B-Chests. Da haben wir eine Scroll of Smiting. Okay, ist nicht so schlecht. Ist nicht das schlechteste Item, sagen wir es mal so. Okay. Wie gesagt, im schlimmsten Fall 100 Chests, 2-3 Premium-Items. Aber ich habe auch schon Doppel, also ich meine, man kann ja bis zu 3 Premium-Items aus einer Chest bekommen. Ist mir persönlich, glaube ich, noch nie passiert. 3 hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich kann mich zumindest gerade nicht dran erinnern. 2 hatte ich schon sehr häufig, das ist nicht so ungewöhnlich. Aber natürlich schon eher selten. Also nicht unmöglich, sagen wir es so. Ungewöhnlich ist es schon. Aber es kann passieren. Okay, jetzt wird das Inventar wahrscheinlich gleich voll sein. Ups. Ich denke, ich verschiebe die Kisten auch mal nach unten. Okay, Inventory ist wieder clear und ich habe die Boxen jetzt nach unten verschoben. Und da ist auch das nächste Premium-Item, ein Circle of Chance. Das ist das mit Abstand schlechteste Item, was man kriegen kann, leider. Oder eins der mit Abstand schlechtesten Items. Also auf der gleichen Ebene wäre noch eine Scroll of Ancient Rune Protect. Oder ein Hatching Promoter. Die wären so ungefähr auf der gleich wertlosen Stufe. Quasi, wenn überhaupt, ein paar Millionen Penya. Für die allermeisten Spieler gar keinen Wert. Das sah gerade kurz aus wie ein Blessing of the Goddess, aber es ist leider nur ein Koyen Shield gewesen. Traurigerweise. Mein Highlight wäre ja ein Bless the Name of Baruna, eine Bell of Coliseum. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Oder Coliseum. Könnte man auch sagen, wenn man es richtig ausspricht. Dauert aber länger. Dafür haben wir keine Zeit. Oh, Buff Pet Transi. Okay, jetzt kommen die Premium-Items langsam. Nice. Und weiter geht's. Bless the Name of Baruna. Wäre mein Highlight. Aber ich meine, mit guten Premium-Items habe ich kein Problem. Zweimal Premium-Teleport-Map habe ich zum Beispiel auch kein Problem mit. Damit kann ich auf jeden Fall auch leben. Die benutze ich sogar tagtäglich selbst, also tatsächlich ein Item, das ich wirklich selber brauche, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Bless the Name of Baruna bräuchte ich auch, falls das Spiel gerade zuhört. Kam mir sozusagen schon entgegen. Dann fordern wir mal ein bisschen was. Wobei ich auch G-Protect, A-Protect, S-Protect bräuchte. Oh! Ein Cancel Baruna Awakening, okay, es wird wärmer. Bless the Name of Baruna sieht so ähnlich aus. Ja. Zumindest das Abbild ist so ähnlich, was auf die Scroll drauf gedruckt wurde. Okay, jetzt sind wir genau bei der Hälfte angekommen. Die Hälfte ist durch, die Hälfte ist durch, okay. Beziehungsweise etwas unter ein Drittel des Gesamtopenings und jetzt ist es noch ein Drittel des Gesamtopenings. Okay. Ehrlich gesagt, hätte ich deutlich schlechter gerechnet, also wir haben jetzt schon einige gute Items bekommen, also Bell of Coliseum.
Upcutstone, okay. Premium Teleport Map ist nicht schlecht. Kente Baruna ist sogar relativ gut. Das Blessing of Goddess ist natürlich ziemlich gut. Also wenn wir jetzt noch zwei gute Items bekommen, würde ich sagen, war das ein dicker Erfolg. Und selbst wenn wir keine guten Items mehr bekommen, dann war es auf jeden Fall kein Misserfolg. So, wir kriegen sehr viel Dreier- und Zweier-NPC-Sachen. Das stopft natürlich das Inventory so krass voll. Ja. 42 noch. Vielleicht ist das eine glückliche Zahl. Oh, Rathesia-Ticket 7 Tage ist auch ein gutes Item. Ist nicht mehr so gut wie früher. Bei XP-Events steigt es immer mal wieder, wobei beim letzten XP-Event tatsächlich nicht. Da habe ich mich sehr gewundert. Da waren sehr viele günstige Rathesia-Tickets tatsächlich am Start. Ein Baby-Rabbit haben wir gerade bekommen, okay. Damn, das entwickelt sich hier gerade zu einem richtig krassen Opening. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe es halt realistisch gesehen. Ich meine, bei so wenigen Chests wäre es jetzt unrealistisch, mit zu viel zu rechnen. Die letzten 30. Aber wie gesagt, also wenn jetzt noch ein gutes Item kommt. Ich habe vorhin gesagt, noch zwei. Jetzt ist es noch eins. Und da ist die Scroll of S Project super. Damn. Das könnte tatsächlich in eins oder zu einem der besten Openings der Geschichte von mir werden. Gab sicherlich Leute, die hatten schon mehr Glück. Aber rein von der Item-Value her müsste das echt heftig sein. Also die Schlüssel, die ich hier ausgegeben habe, sind so, ich glaube, 750 Mio jetzt mal grob überschlagen wert. Ich glaube, das ist sogar schon fast ein bisschen zu viel geschätzt. Oh, und noch ein G-Protect? Wow. Okay, ich bin sprachlos. Das ist das beste Opening, was ich jemals hatte. Zumindest das Beste, an das ich mich jemals erinnern kann. Noch 14 Stück. Eine Lucky Courage Cloakbox, okay. Ist jetzt nicht so krass. Aber es ist ein Premium Drop. Noch 11. Da muss man sich fast mal fragen, was da mit den D-Chests los war. Was mit dem B-Vergleich, das ist ja krank, der Unterschied zwischen den beiden. Hat aber nichts zu sagen übrigens. Also man kriegt aus D und G, D und B genauso viele Premium Items. Wie viele Premium Items man bekommt, ist von der Art des Schlüssels abhängig, die man benutzt, nicht von der Art der Kiste. Die Art der Kiste bestimmt nur den... Oh, Alter, let's go! Er ist mein bestes Opening aller Zeiten. Ey, in der viertletzten Kiste noch ein Blessed Enamel of Baruna, das Item, das ich als einziges... Und... Oh, wow! Wow! Einfach nur wow. Hier nochmal zusammengefasst, wobei ich euch auch einfach den Chat zeigen könnte, aber der ist ein bisschen unübersichtlich, selbst wenn ich es euch größer machen würde. Ich denke, visuell erkennt man das dann doch ein bisschen besser. Also hier fangen unsere Premium Drops an. 2S Product Super, machen wir es so, dann sind die Protects nebeneinander. 2S Product Super, G Protect, eine Awakening Protection, eine Smelting, Buff Petransi, Bell of Coliseum, Circle of Chance, Kenzi Baruna Awakening, Blessed Enamel of Baruna, 2 Premium Teleport Maps, Rathesia Ticket 7 Tage, Blessing of Goddess, 2 Upcut Stones, ein Baby Rabbit und 2 Lucky Boxen, die wir natürlich aufmachen. 3x Medicine of Strong STR, ist nicht schlecht. Und 6x Medicine of Strong Int. Ja, da hätte man jetzt natürlich lieber was anderes haben wollen, aber das sind nochmal einfach Power-Ups, die gut was wert sind. Ist nicht extrem viel, aber mehr auf jeden Fall ist ein Gold-Key B, beziehungsweise eine Treasure-Chest B. Und damit, ja, echt ein heftiges Opening. Also allein die Protects zusammen mit den Baruna-Upgrade-Items sind schon ordentlich Geld wert und einfach gute Items. Genauso wie Rathesia Ticket 7 Tage, Bell of Coliseum, also es ist einfach krass. Es ist echt krass. Und ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Fly-Video. Bis dahin. Ciao, ciao.